Hi und herzlich willkommen zu unserem heutigen Paint Day. Heute ein kleines Weihnachtsspezial und zwar basteln wir uns ein kleines Rentier. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch gerne abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, denn das wird nicht das letzte Muster sein, was wir hier durchgehen. Und ja, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer lasst uns starten. Ja, aber was braucht ihr eigentlich für den kleinen Rudolf? Ihr braucht erstmal Farben. Und zwar einmal schwarz, rot, braun. Ich habe jetzt hier ein Tigerbraun und natürlich weiß. Dann braucht ihr noch einen Dotting Stick, einen Einer Pinsel, eine Malunterlage, am besten Plastik, Metall oder Keramik. Und dann natürlich noch Wasser, um den Pinsel auszuspülen. Ja, und dann braucht ihr eigentlich nur noch ein Modell, einen Kunden oder einen Tipp, wo ihr das Ganze drauf malen wollt. Als erstes fange ich mit dem Braun an und mache mit einem Dotting Stick schon mal ein paar große Kreise. Das wird jetzt der Körper. Dieser Kreis wird die Mundpartie. Dieser Kreis wird der Kopf, beziehungsweise der obere Teil, wo die Augen reinkommen. Und der große, der unten hinkommt, der große Kreis, das wird der Oberkörper. Also Brust und die Arme kommen da dann rein. Dann nehme ich mir den Einer Pinsel, mache so ein bisschen die Ohren, deute ich die schon mal an. Links und rechts. Genau, mit dem Einerpinsel funktioniert das wirklich ganz gut. Dann als nächstes kommt der Hals. Das ist auch noch relativ easy, selbst für Anfänger. Das kriegt man ganz gut hin. Einfach den oberen und den unteren Kreis miteinander verbinden. Und dann mache ich die unteren beiden Kanten des Oberkörpers noch ein wenig eckig. Als nächstes mischen wir ein etwas helleres Braun für das Geweih zusammen und dann auch wieder mit dem Einerpinsel einfach so ein kleines Geweih dran malen. Das muss jetzt nicht so exakt und präzise und super genau sein, weil jedes Geweih sieht ja auch ein bisschen anders aus und sieht natürlich auch ein bisschen witziger aus, wenn beide Geweihe nicht unbedingt gleich sind. Als nächstes nehmen wir uns das Rot und das verdünne ich jetzt noch ein bisschen, weil das ist relativ dickflüssig gewesen. Deshalb einfach nochmal ein, zwei Tropfen Wasser da rein und gut vermischen. Und dann mache ich mir wieder mit dem Dotting Stick einen Kreis, das wird dann die Nase. Ganz einfach. Und als nächstes kommt dann wieder das Weiß zum Einsatz und damit mache ich dann die Augen. Augen gerne ein bisschen größer, damit man die dann auch gut sieht. Und dann noch einen Punkt auf die Nase, quasi einen Glanzpunkt. Und dann machen wir mit dem Schal weiter. Als nächstes mischen wir uns ein sehr, sehr helles Braun. Das nehmen wir dann für die Brustbehaarung des Rudolfs. Das Ganze macht ihn ein bisschen männlicher.
Dabei müsste auch nicht so exakt sein. Einfach so ein bisschen Farbe auf dem Pinsel und dann einfach so ein bisschen das Ganze verreiben und so ein paar Striche ziehen. Und dann sieht das dann auch schon aus wie Fell. So, jetzt kommen natürlich noch die Outlines. Die sind ein bisschen kompliziert. Da würde ich vorher erstmal mit dem Pinsel so ein bisschen üben, feine Linien zu ziehen. Weil da kommt es wirklich drauf an, richtig zu treffen und die Linie schön um die angezeichnete Fläche zu ziehen. Dann nicht vergessen das Kinn. Das Kinn zeigt so ein bisschen nach unten. Und dann kommt der kleine Mund da noch in die Ecke von dem Kinn. Und dann haben wir schon die Hälfte fertig. Ich berühre wirklich nur ganz leicht mit dem Pinsel den Nagel. Und so kriege ich sehr, sehr feine Linien hin. Ihr müsst natürlich gucken, dass die Acrylfarbe nicht zu dick ist. Also wirklich schön verdünnen. Und dann dürfte es eigentlich kein Problem sein, dünne, feine Linien zu ziehen. Dann noch unten die Arme andeuten. So ein bisschen Feintuning. Und dann die Nase kriegt auch noch eine Outline. Die Augen natürlich auch. Und dann natürlich noch die Pupillen. Die mache ich immer so ein bisschen schielend. Finde ich immer irgendwie ganz witzig. Dann noch das Rot. Damit geben wir dem Schal ein kleines Muster. Und zuletzt mischen wir uns noch ein sehr dunkles Braun an. Damit machen wir quasi noch so ein paar Highlights. Da würde ich euch empfehlen, wirklich ganz wenig Farbe auf den Pinsel zu nehmen und das Ganze einfach so ein bisschen auf dem Rudolf verteilen, und zwar dahin, wo der Schatten hinkommt. Also auf die Schattenseite des Rudolfs. Wirklich nur auf eine Seite, nicht auf beide Seiten. Dann noch mit dem normalen Braun das Geweih in der Mitte so ein bisschen einstreichen, damit das auch noch so ein bisschen Tiefe bekommt. Und zu gutem Schluss dann auch noch mit dem hellen Braun auf die andere Seite des Rudolfs, von hier aus gesehen die linke Seite, ein paar Highlights setzen und dann wirkt er auch schon wieder so ein bisschen plastischer bzw. 3D-mäßiger. Dann noch ein letztes Mal mit dem Schwarz in das Geweih ein paar Linien reinziehen und dann noch am Hals so ein paar Highlights setzen mit dem sehr dunklen und dem hellen Braun und dann ist der Rudolf auch schon fertig. So, das war's auch schon mit dem kleinen Paint Day heute. Ich hoffe, der Rudolf gefällt euch ein wenig und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit mit diesem kleinen Rentier und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.